Ja, ich freue mich sehr, dass ich zu diesem Thema etwas sagen darf und habe so bei mir gedacht, ich möchte die Missionsstrategie des Paulus einbetten in die Gesamtstrategie des Neuen Testamentes in Verbindung mit dem Missionsbefehl, den wir gerade gehört haben von Bruder Nestvogel, Matthäus 28. Und da möchte ich auf einige Dinge aufmerksam machen, von denen ich glaube, dass es auch heute noch sehr ermutigend ist, wenn wir sehen, wie der Herr seine Jünger beauftragt und sie anbindet an seine Person, an ihn selber, an die Verheißung, dass er mit ihnen und bei ihnen sein wird. Und wenn wir in den griechischen Grundtext hineinschauen, werden wir merken, dass dieser Missionsbefehl auch schon einige Dinge beinhaltet, die heute von den meisten leider nicht mehr beachtet werden. Zunächst einmal, der Auftraggeber ist unser Herr Jesus Christus selber. In seinem Auftrag gehen wir hinaus zu den Menschen, die noch nicht von ihm gehört haben. Und was uns hier mitgeteilt wird, das ist eine vierfache Totalität. Zunächst einmal, er selber hat alle Macht. Niemand kann ihm widerstehen. Was er sich vorgenommen hat, das wird er auch tun. Er wird sein Ziel erreichen, ob mit oder ohne uns. Und das Zweite, geht hinaus zu allen Nationen. Der totale Umfang. Niemand ist ausgeklammert. Es war damals natürlich hochbrisant, denn die Jünger waren ja alles Juden. Und für die Juden stand fest, Gott kümmert sich nur um sie, nicht um die Heiden. Und jetzt sagt der Herr, hinaus in alle Welt, alle sollen's hören. Und dann sagt er, lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch gesagt habe. Also ein totaler Inhalt. Es geht nicht nur um Teilaspekte in der Botschaft. Es geht um den ganzen Ratschluss Gottes. Das werden wir gleich auch hören bei Paulus, dass er Wert darauf legte. Und es geht um die totale Zeit. Ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Aber was ich eben andeutete, im Grundtext wird hier eine Verbindung gezogen und in der alten Elberfelder kann man das auch noch nachlesen, wie man sich das vorstellen muss, wenn es hier heißt, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, dann müsste man, wenn man genau übersetzt, es dann so ausdrücken, sie taufend auf den Namen und so weiter, sie lehrend, alles zu bewahren. Das heißt, die Taufe und die Lehre gehören zusammen, damit Jünger gemacht werden. Jüngerschaftsprogramm fängt mit der Taufe an, allerdings als Folge der Bekehrung. Nicht vorlaufen vor der Bekehrung, sondern echte Bekehrung, sofort Taufe. Und in der Apostelgeschichte finden wir das dann auch, dass es mit der Taufe anfing. Die Taufe war der erste Schritt in der Nachfolge. Einer hat das mal so formuliert, Jesu Vollmacht ist unsere Zuversicht, weil er alle Macht hat und uns diesen Auftrag gegeben hat, dürfen wir voller Zuversicht ans Werk gehen und wissen, dass unsere Arbeit nicht vergeblich sein wird. Auch wenn wir nicht immer sofort Früchte sehen, irgendwann wird das Wort auch etwas bewirken. Und da hat der Herr noch selber ein schönes Wort gesagt im Johannesevangelium. In der Welt habt ihr Drangsal, nicht Angst. Etwas, was Angst machen könnte, Drangsal. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Paulus schreibt das später dem Timotheus, alle, die Gott selig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden.
Drangsal, Verfolgung, Mühen, Beschwerden, Probleme werden nicht auf sich warten lassen. Aber seine Zusage, ich bin bei euch, ihr dürft euch auf mich verlassen. Aber ich denke, wir haben schon gemerkt, wenn es um Mission geht, geht es eben nicht nur um die Verkündigung des Evangeliums im Hinblick auf die Errettung. Es geht auch im Evangelium um die Bewahrung. Es geht um die Nachfolge. Es geht um die Praxis in unserem Leben. Es geht darum, dass wir Christus ähnlich werden. Anschließend an die Taufe wird gesagt, lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Wenn wir im Kontext des Matthäus-Evangeliums bleiben, dann denken wir an die Bergpredigt. Was hat der Herr dort geboten? Da gibt es eine ganze Menge, können wir jetzt nicht aufzählen. Aber ein Satz kehrt immer wieder. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt wurde. Ich aber sage euch, jetzt kommt etwas Neues. Eine größere Autorität, und wir müssen uns das vorstellen, der Mann, der da vor den Jüngern steht und vor der Volksmenge, der ist gerade 30 Jahre alt. Er sagt nicht, dass was zu den Vätern gesagt wurde, falsch war, dass es keinen Wert hatte. Aber im Sinne des Hebräerbriefes, das Bessere ist jetzt gekommen. Das Alte ist jetzt vergangen, jetzt kommt etwas Neues. In meiner Person. Und deswegen finden wir auch bei den Aposteln, bei den Zwölfen und dann bei Paulus ganz besonders auch in der Predigt, dass sie Christus predigen. Christus ist der Hauptinhalt. Nicht irgendwelche Verhaltensweisen, so wichtig sie sein mögen. Der Hauptinhalt des Evangeliums heißt Jesus Christus. Was haben Sie noch gehört? Matthäus-Evangelium zum Beispiel, Gemeindezucht. Gemeindezucht ist in den Augen des Herrn so wichtig, dass er nicht wartet, bis Paulus darüber Erklärungen geben wird, was er dann später getan hat. Er selber spricht davon, Matthäus 18, Vers 15 und folgende. Auch das gehört dazu. Dann das neue Gebot, einander zu lieben, wie er den Vater liebt und vom Vater geliebt wird. Das neue Gebot, Paulus wird das wieder aufgreifen, Galater 6, Vers 2. Einer trage des anderen Lasten und also erfüllet das Gesetz des Christus. Und dann der letzte Befehl. Wie lautet er? Hier in Matthäus 28 geht es ja um diese vierfache Totalität des Herrn und des Missionsbefehles, was den Inhalt angeht. Aber dort sagt er nicht, wie sie vorgehen soll, wie die Strategie sein wird. Und das ist ja unser Hauptthema. Aber als er sie dann verlässt, Apostelgeschichte 1, Himmelfahrt, und Matthäus 28 ist nicht Himmelfahrt, es war eine andere Gelegenheit, war in einem anderen Ort, auf dem Berg in Galiläa. Aber bei Himmelfahrt, dann sagt er noch etwas. Vers 8, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Das ist die Strategie. In Jerusalem anfangen. Wir wissen aus Apostelgeschichte 2, wie das dann anfing durch die Herniederkunft des Heiligen Geistes. Am Pfingstfest, wo aus vielen Nationen Juden versammelt waren und die Botschaft sofort in alle Richtungen ausgestreut wurde und wie dann im Laufe der Apostelgeschichte sie dann weiterzogen, manchmal durch gewisse Ereignisse auch so geführt. Und wir sehen dann auch, wie der Herr weiterwirkt. Nicht nur das zu lehren, was er sie gelehrt hatte in den Evangelien, sondern was er sie weiter lehren würde vom Himmel her, durch seinen Heiligen Geist. Johannes 14, Vers 26 sagt er von dem Geist der Wahrheit. Er wird von dem Meinen nehmen und euch verkündigen.
Er wird mich verherrlichen. Er wird euch die Zukunft mitteilen. Er macht Christus groß. Er arbeitet weiter. Sie bekommen Anweisungen über das Abendmahl, wie es zu feiern ist, was es bedeutet. Er hat es angedeutet. In den Evangelien von Paulus wird es noch erklärt, auch im Hinblick auf den Tisch des Herrn. Sie bekommen weiter Anweisungen in den Sendschreiben an die 7 Gemeinden, wo schon einiges schief lief. Sie werden korrigiert. Und wenn wir in die Apostelgeschichte hineinschauen, Apostelgeschichte 2, da haben wir die Predigt des Petrus. Und wenn wir sie uns anschauen, merken wir, wie stark diese Predigt auf Christus konzentriert ist, um deutlich zu machen, wer er ist. Der Sohn Gottes, der Mensch geworden ist, der Messias, der König Israels, der wahre Knecht aus Jesaja 53, der um unsere Sünden willen zerschlagen wurde, zu unserem Frieden gesandt wurde. Und dann sehen wir in der Apostelgeschichte, wie die Leute zum Glauben kommen und als erstes die Taufe erhalten. 2 Vers 41, die das Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Und es wurden an jedem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Und dann heißt es von ihnen, dass genau das, was Matthäus 28 sagt, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. All das hatte der Herr gelehrt in den Evangelien. Sehr viel über das Gebet. Herr, lehre uns beten. Unser Vater, der du bist im Himmel. Dann sagt er einiges darüber. Das wird alles praktiziert. Der Taufbefehl wird ausgeführt. Und dann wird in der Apostelgeschichte immer wieder hinzugefügt, sie tauften im Namen Jesu. Manche haben daraus den Schluss gezogen, dass auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes nicht mehr getauft worden wäre. Das ist aber sicher ein Fehlschluss. Und dann sagte der Herr ja alle Nationen. Jemand hat das mal bemerkt, ich selber bin da gar nicht drauf gekommen, habe mir das aber dann gemerkt, als ich das dann las, dass von Apostelgeschichte 8 bis 10 tatsächlich die Nachkommen der 3 Söhne Noahs das Evangelium bekommen. Apostelgeschichte 8, der Kämmerer aus dem Morgenland, ein Habit, Nachkomme von Ham. Dann Apostelgeschichte 9 haben wir, Dankeschön, Paulus, Saulus von Tarsus, kommt zum Glauben. Ein Semit, Nachkomme von Sem. Und Kapitel 10, dann Cornelius, der Römer, ein Jaffit. Und so sorgt Gott dafür, dass schon von Anfang an deutlich wird, sie sind alle gemeint. Auch die Nachkommen von Ham sind nicht ausgeschlossen. Auch solche, die nicht zu den leiblichen Nachkommen Abrahams gehören, keine Semiten sind nicht ausgeschlossen. Sie gehören alle dazu. Und wir erleben das in unseren Tagen, auch in der Missionsarbeit, wie Gott viele, viele Türen öffnet, auf manchmal wundersame Art und Weise, in unserem Werk zum Beispiel eben auch über Äthiopien. Über Leute, die wir in Äthiopien erreichen, und die jetzt von Äthiopien ausgehen in die arabischen Länder, wo keine Westeuropäer mehr hin können, weil im Koran die Äthiopier sehr positiv beschrieben werden, können sie in diese islamischen Länder und das Evangelium diesen armen, irregeführten Moslems bringen. Und in vielen Ländern gibt es große Aufbrüche. Wir können nur staunen, was Gott heute auch in der islamischen Welt tut. Und dann sehen wir auch im Hinblick auf Gemeindezucht, wie Paulus das weiter erklärt, wie das dann durchgeführt wird.
Und wie in Apostelgeschichte 20 dann den Ältesten von Ephesus sagt, ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Der Inhalt des Evangeliums, ich sage noch einmal, der guten Botschaft, fängt mit dem rettenden Glauben an. Aber es geht dann weiter. Der bewahrende Glaube, der Glaube, der jeden Tag neu gelebt wird in der Anbindung an meinen Herrn, der mich verändert, der mich in das Bild Christi hinein prägt, dass etwas von seinen Eigenschaften in mir deutlich wird. Das ist der Missionsbefehl des Herrn und die Jünger haben versucht, ihm nachzukommen. Sie hatten am Anfang etwas Schwierigkeiten, wir kennen das, dann kommt die Verfolgung in Verbindung mit der Steinigung von Stephanus. Und dann erreicht Gott auch sein Ziel, unter anderem dadurch, dass er jemand beruft, an den niemand dachte, den fanatischen Verfolger der Gemeinde Saulus von Tarsus. Und wenn es um seine Missionsstrategie geht, da werden wir merken, dass hier manches sich wiederfindet, was wir im Missionsbefehl bereits gehört haben. Ich lese ein paar Verse von seiner ersten Missionsreise, wie das anfing und wie sie endete. Apostelgeschichte 13. Da heißt es, es waren aber in Antiochia in der dortigen Gemeinde Propheten und Lehrer, die werden dann genannt, Vers 2. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, und als sie ihnen die Hände aufgelegt hatten, entließen sie sie. Und dann am Ende von Kapitel 14, wo es zurückgeht, da heißt es in Vers 21, als sie jener Stadt das Evangelium verkündigt und viele zu Jüngern gemacht hatten, kehrten sie nach Lystra und Ikonium und Antiochia zurück. Sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren und sagten, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen. Dann Vers 26. Von da segelten sie ab nach Antiochia, von wo sie der Gnade Gottes befohlen worden waren, zu dem Werk, das sie erfüllt hatten. Als sie aber angekommen waren und die Gemeinde zusammengebracht hatten, erzählten sie alles, was Gott mit ihnen getan und dass er den Nationen eine Tür des Glaubens geöffnet habe. Und in der Zwischenzeit wird uns berichtet, was diese beiden, Paulus und Barnabas, erlebt haben im Dienst für den Herrn. Was sehen wir hier am Anfang? Das, was der Jesus den Jüngern sagte zur Himmelfahrt. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Sie nun ausgesandt vom Heiligen Geist, heißt es hier. Der Heilige Geist ist es, der uns zeigt, was dran ist, wo unser Arbeitsfeld ist, wo die Menschen sind, die uns brauchen, wo Gott den Weg bereitet hat, die Werke vorbereitet, dass wir in ihn wandeln, wo Herzen zubereitet sind, die Türen offen sind. Wir brauchen die Leitung des Heiligen Geistes. Nicht in dem Sinne, wie das in der charismatischen Bewegung uns mitgeteilt wird, durch besondere ekstatische Erlebnisse, Visionen, Wunderwerke oder Ähnliches. Aber wie Geistesleitung besteht, auch im täglichen Leben, lehrt die Schrift ganz eindeutig. Man sollte Römer 8 lesen, Galater 5 und andere Bibelstellen. Ich hoffe, dass wir alle da etwas Ahnung haben, wie der Geist uns leitet, dadurch, dass er unsere Gedanken in die rechte Richtung lenkt, was dem Herrn gefällt und was für uns dran ist. Und was hat der Herr im Missionsbefehl gesagt? Macht sie zu Jüngern. Und wir haben in der letzten Stelle gelesen, mehrmals hier und dort werden Jünger gemacht.
Jünger gemacht dadurch, dass das Evangelium gepredigt wird, die Buße zu Gott und der Glauben an den Herrn Jesus, die Umkehr, eine Herzens- und Willensentscheidung. Jesus soll der Herr meines Lebens werden. Dann werde ich ein Jünger, dass er über mich zu regieren hat. In jeder Stadt entsteht so etwas. Und dann haben wir von unserem Herrn auch gehört, dass er sagt, in der Welt habt ihr Drangsal. Was sagt Paulus ihnen? Er verspricht ihnen nicht alles Mögliche. Wie manche das heute tun, wenn du dich bekehrst, hast du keine Probleme mehr, es geht dir gut, gesundheitlich, auf dem am allerbesten bestellt, materiell keine Probleme mehr, Karriere und so weiter und so fort. Nein, sagt der Herr, in der Welt habt ihr Drangsal. Und Paulus ermahnt die ganz jungen Gemeinden, die sind gerade zum Glauben gekommen. Und er sagt, ihr müsst durch viele Drangsale, durch Schwierigkeiten, durch Verfolgungen ins Reich Gottes gelangen. Die Bibel beschreibt die Realität. Sie macht uns nicht falsche Hoffnungen. Aber es wird auch immer wieder deutlich gemacht in den Briefen des Paulus, ganz besonders auch bei Petrus, dass wenn die Probleme kommen, der auf unserer Seite ist, der alle Probleme lösen kann und uns die Kraft geben kann, auch durchzustehen, komme, was kommen will. Das ist das Wunderbare. Da sehen wir, Paulus greift zurück auf das, was der Herr gesagt hat. Er weiß darum. Und der Herr hat es ihm selber gesagt. Als er berufen wurde, da wird ihm Ananias, der den Befehl hat, zu Saulus zu gehen und ihn zu taufen, ihm gesagt, ich werde ihm zeigen, was er leiden soll um meines Namens willen. Und Paulus kommt im Laufe seines Lebens dahin, dass er sagt, es ist für mich ein Vorrecht, ein Geschenk für Christus zu leiden. Und ich glaube, zur Missionsstrategie des Paulus gehört sehr stark diese Haltung des Vorbilds. Ein gutes Vorbild. Philipper 4. Da kann er den Philippern schreiben, was ihr an mir gesehen habt, was ihr von mir gehört habt und so weiter. Das tut. Dem Timotheus kann er schreiben am Ende seines Lebens in 2. Timotheus 3. Du aber hast genau erkannt meine Lehre, mein Vorbild, mein Betragen. Er konnte auf sich verweisen. Können wir das auch? In Apostelgeschichte 20 spricht er mit den Ältesten von Ephesus. Er weist sie auch darauf hin, wie er unter ihnen gearbeitet hat, wie er keinem zur Last gefallen ist. An manchen Stellen wird das gesagt. Dass nicht jemand sagt, das ist ein Faulpelz, der ruht sich aus auf Kosten der Geschwister, die spenden kräftig für ihn. Er hat zwar in 1. Korinther 9 gesagt, der Arbeiter soll auch seinen Lohn bekommen. Aber er selber, Paulus, wollte mit seiner Händearbeit sich seinen Lebensunterhalt verdienen. Sogar für seine Begleiter hat er gearbeitet. Und in 2. Thessalonicher 3 kann er schreiben, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Er sagt nicht, wer nicht arbeiten kann, aber wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Und da konnte keiner ihm den Vorwurf machen, ja Paulus, du predigst den anderen, aber selber tust du es nicht. Das musste der Herr über die Pharisäer sagen und Schriftgelehrten. Er sagt, alles, was sie euch sagen, tut, aber tut nicht nach ihren Werken. Das ist für mich ein sehr, sehr ernstes Wort, was ich mir selber öfter stelle. Predige ich nicht anderen etwas, was ich vielleicht selber nicht tue? Wir wollen daran denken, unser Leben ist die lebendigste Predigt und
sollte auch sichtbar werden vor den anderen. Dann können wir das tun, was zur Jüngerschaftsschulung gehört, zur Missionsstrategie des Paulus, alt und jung zusammen. Die Jungen lernen von den Alten, die Alten bleiben in Schwung durch die Jungen und so können wir gemeinsam das Werk des Herrn treiben. Das gute Vorbild. Dann haben wir ein weiteres, was Paulus ständig praktiziert auf seinen Reisen. Die Entdeckung und Entfaltung der eigenen Gnadengaben unter Anleitung von Älteren. Er arbeitete im Team, war für ihn ganz wichtig. Er war kein Einzelgänger. Er hatte immer Leute bei sich. Einmal ist er allein gelaufen, weil er wohl mal etwas Zeit für sich braucht. Da sind die Mitarbeiter dann auf dem Schiff gereist und er ist an der Küste entlang gelaufen. Ansonsten immer zusammen. Und dann konnte er von dort aus auch, nachdem er die Leute ausgebildet hatte, durch den Einsatz, durch ständige Gespräche, durch Beobachtung vor Ort, kleine Aufgaben, größere, konnte dann den Titus auch nach Kreta senden. Timotheus konnte in Ephesus zurücklassen und so weiter und so fort. Er baute ein Netzwerk auf mit seinen Mitarbeitern, die zunächst bei ihm waren und von ihm angeleitet wurden. In 2. Timotheus 2, Vers 2, das ist ja ein Wahlspruch für viele Bibelschulen und Fakultäten, da sagt er, was du von mir in Gegenwart treuer Zeugen gelernt hast, das treue anderen an, die wieder in der Lage sind, andere anzuleiten. Was du von mir gelernt, das ist das Erste. Und dann sagt er, die Leute, die du anlernst, schau dir genau an. Das ist nicht für jeden. Die müssen treu sein, zuverlässig, schon in gewisser Weise sich bewährt haben, dass wir wissen, das, was wir ihnen anvertrauen, das werden sie in der rechten Weise anwenden, zum Wohl der anderen, nicht um sich selber irgendwo in den Vordergrund zu spielen. Die Weitergabe des Gelernten an andere. Und ich denke, das ist einer der Gründe, warum es in den ersten Gemeinden zunächst einigermaßen gut lief, auch nicht überall. Wir wissen auch um einige Probleme. Interessanterweise die größten Probleme gerade da, wo Paulus mit am längsten war, in Korinth. Kann man schlechter erklären. Wieso gerade da? Aber die Tatsache, dass Paulus nicht der Ansicht war, wie heute manche vielleicht Evangelisten, die selber treu predigen, aber nicht dafür sorgen, dass andere auch angeleitet werden, war Paulus jemand, der wusste, je mehr Leute ich anleiten kann, desto schneller kann die Botschaft sich verbreiten. Wir brauchen einander. Jeder wird gebraucht. Gerade in der Mission ist das so entscheidend, treue Leute zu bekommen. Wir erleben das in unserer Missionsarbeit. In einem Land steht und fällt die Arbeit mit dem entsprechenden Koordinator. Wenn das ein wirklich begabter Mensch ist, ein einsatzfreudiger Mensch, fleißig, treu, dann geht's vorwärts. Auch wenn zunächst viel Widerstand ist. Und wenn das nicht der Fall ist, dann geht's rückwärts. Die Ausbildung des Einzelnen und das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist, das heißt mit Christus selber, mit seiner Gegenwart, überwältigt von der Liebe des Herrn, der so viel für uns getan hat, als Ansporn, als Motivation, um dem Herrn zu dienen, dann geht's vorwärts. Nicht unbewährte Leute an wichtige Posten stellen. Paulus macht es uns vor. Und wir sehen bei Paulus auch sehr schön, wie er die Dienste aufteilt auf seine Mitarbeiter, entsprechend ihrer Begabung. Nicht jeder hat dieselbe Gabe.
Es ist wichtig, dass jeder das bekommt, wozu Gott ihn vorbereitet hat. Und das können wir eigentlich nur erkennen, wenn wir viel zusammen sind. Und dazu waren diese Reisen sehr geeignet. Und dann sehen wir bei Paulus auch, dass neben der Vorbereitung von Mitarbeitern ihm Gemeindearbeit sehr am Herzen lag. Er hat nicht nur das Evangelium verkündigt und die Leute sich selber überlassen. Er hat sie angeleitet, auch die ersten Schritte zur Gemeinde. Wir haben diesen Vers jetzt gerade nicht mehr gelesen, der steht aber auch in dem Zusammenhang in Apostelgeschichte 14. Auf der Rückreise erwählen sie überall Älteste. Warum nicht, als die Gemeinde entstand, auf der Hinreise? Warum hat er da nicht sofort Älteste eingesetzt? Ja, dann könnten wir heute vielleicht sagen, dann können wir gar keine Ältesten mehr einsetzen, denn niemand von uns hat die apostolische Vollmacht. Nein, er hat die Ältesten erst eingesetzt, nachdem deutlich wurde, wer die Voraussetzung hatte. Und das wird in 1. Thessalonicher 5 uns deutlich gemacht. Wer arbeitet, wer dient, wer vorsteht, wer ermahnt, die erkennt, schreibt Paulus den Thessalonichern. Und die benennt dann auch, erkennen und benennen. An der Arbeit wird der Älteste erkannt. Aber Paulus hat ihnen geholfen dabei, dass biblische Gemeinden entstanden. Zur Missionsstrategie gehört unbedingt auch Gemeindebau. Nicht nur Rettung von Einzelnen, sondern dass diese Einzelnen zusammenfinden und Gemeinde nach dem Neuen Testament bauen. Das ist auch unsere Aufgabe. Gott will nicht, dass wir allein irgendwo stehen, ohne Gemeinschaft mit anderen Christen zu führen. Und ich könnte mir vorstellen, dass unter uns einige sind, die gerade zu diesen Treffen kommen, weil sie sich einsam fühlen. Fang doch an mit einem Hauskreis. Und wenn ein Hauskreis entsteht, braucht es gar nicht lange dauern, bis daraus Gemeinde entsteht. Wir helfen gerne dabei. Und wir erleben auch heute hin und her in Deutschland, dass aus Hauskreisen Hausgemeinden entstehen. So wie die ersten Gemeinden damals. Das waren fast alles Hausgemeinden. Das Christentum war keine offiziell erlaubte Religion. Das können wir heute genauso. Und dann gehörte zur Strategie des Paulus noch etwas. Zunächst einmal, wo ging er als erstes hin? Er ging an die religiösen Treffpunkte. Das waren zunächst die Synagogen. Als die Juden ihn nicht mehr haben wollten, ging er an die Gebetsstätten. Da traf er die Frauen zum Beispiel in Philippi. Dort, wo Menschen, die Gott suchen, die eine Verbindung zu Gott anstreben, zu finden sind. Dorthin ging Paulus zunächst, um sie auf den Herrn aufmerksam zu machen. Sollten wir auch darüber nachdenken, wo wir anfangen. Wir machen das in unserem Werk genauso. Die ersten Mitarbeiter kommen in der Regel immer aus Gemeinden oder haben schon Kontakt mit dem Herrn. Und sie sind dann solche, die dann zu denen gehen, die noch nicht erreicht sind. Ein weiteres, was zur Strategie des Paulus gehörte, er hat fast nur in Großstädten gearbeitet, nicht auf dem Land. In den Verkehrsknotenpunkten, wo er viele Leute erreichen konnte, auch aus anderen Gegenden, die sich dort trafen. Da finden wir Paulus. Da entstehen Gemeinden. Und die Gemeinden haben dann den Auftrag, die Leute auf dem Land zu erreichen, in der Umgebung. Dazu hatte Paulus keine Zeit. Von einer Stadt zur anderen. Nicht, dass ihm das andere nicht wichtig wäre, aber das ist dann Aufgabe der Gemeinde, die dort entsteht. Eine Strategie, die sich bis heute bestens bewährt. Und dann sehen wir noch etwas bei Paulus. Er gründet nicht nur Gemeinden und überlässt sie sich selber, sondern er macht auch Nacharbeit.
Die Briefe, die wir finden im Neuen Testament, das ist die Nacharbeit des Paulus. Er betreut sie weiter. Und sehr viele Briefe behandeln Probleme, die in diesen Gemeinden aufgetaucht sind. Ich denke, das ist nicht ganz neu. Fragen werden beantwortet. Die Briefe des Paulus, das ist so ähnlich wie ein Bibelkurs. Hast nur darauf gewartet, ne? Ja, die Probleme, die vorliegen, die Gemeinde fragt, Paulus antwortet. Und dann gibt es wieder eine Antwort in Korinth zum Beispiel, im zweiten Brief. Sehr interessant. Nacharbeit ist wichtig. Wenn wir das Evangelium verkündigen, interessiert uns das, was aus den Leuten geworden ist, die zum Herrn gefunden haben. Oder wenn wir als Bibellehrer oder Hirten unterwegs sind in den Gemeinden, interessiert es uns, wie es da weitergeht. Oder sagen wir, ach, das ist jetzt nicht mehr unsere Aufgabe. Überlassen wir sie sich selber. Ich muss sagen, für meine Person, dass wenn ich höre von einer Gemeinde, die mal gut angefangen hat und da plötzlich irgendwie stockt es oder es geht rückwärts. Und einige Male habe ich auch erleben müssen, dass solche Gemeinden wieder eingingen. Die Tore schlossen sich. Es ist ein ungeheurer Schmerz. Wenn man daran denkt, das sind die Geliebten des Herrn. Was ist aus ihnen geworden? Wieso konnten sie nicht zusammenbleiben? Wie viele Spaltungen entstehen auch in unserer Zeit, nicht wegen grundsätzlicher Fragen, das allerdings auch, das steht auf einem anderen Blatt, aber sehr oft auch wegen persönlicher Animositäten, beleidigt sein oder zweifelhafte Fragen werden so hochstilisiert, als ob es Lehrfragen wären. Wir können ja vielleicht in der Pause auch über das ein oder andere Mal persönlich reden. Seht, das ist die Missionsstrategie des Paulus. So geht er vor. Ganz einfach im Grunde und äußerst erfolgreich. Frucht überall. Und ich sage noch einmal, es fängt mit dem gelebten Vorbild an. Wenn wir in Afrika uns so verhielten, wie das unsere Vorgänger machten, die zum Beispiel nicht mit den Afrikanern zusammen aßen, die getrennt von ihnen lebten und so weiter und sie immer als Kinder behandelten, da muss man sich auch nicht wundern, dass diese Gemeinden nie mündig werden. Wenn wir aber alles mit ihnen teilen und dann sehen, wenn sie entsprechend informiert werden, sie genauso in der Bibellehre gekräftigt werden und als solche sich auch betätigen können, es im Grunde keine Unterschiede gibt. Die Hautfarbe ist nicht entscheidend, auch nicht die unterschiedliche Kultur. Die Bibel ist für alle da. Dann werden wir auch heute merken, mit einfachen Methoden, und ich sehe ja Friedemann auch dort, die auch in ähnlicher Weise arbeiten, dass der Herr unseren Dienst segnet, dass vorwärts geht. In unserem Dienst der Zentralafrika-Mission in Verbindung mit der Emmaus-Fernbibelschule, da erleben wir das. Mündliche, schriftliche Verkündigung, wie damals, mit Traktaten, Kleinschriften, Bibelkursen, erreichen wir viele, viele Menschen. Die Weitergabe des Gelernten an fähige Leute in vielen Seminaren, überall in den Ländern, werden Seminare abgehalten. Wir halten sie zunächst von Deutschland aus. Dann lernen wir die fähigsten Leute an, dass die ihrerseits die Seminare halten. Und so geht das weiter. Unter den Mitarbeitern. Gemeinsame Missionsreisen, wo dann junge Leute mitkommen. Und bis auf eine Ausnahme ist in meinem Dienst sind alle, die ich mitgenommen habe, später in die Mission gegangen. Sie wurden sehr stark geprägt durch eine solche Reise. Gott hat sich einfach dazu bekannt. Teamarbeit im großen Stil. Ständig trifft man sich hier und dort, feilt an den Methoden, tauscht sich aus, ergänzt sich. Was der eine nicht kann, übernimmt der andere. Arbeitstreffen und Konferenzen in den Großstädten. Nacharbeit durch intensives, angeleitetes Bibelstudium mittels unserer Emmauskurse und dann Gemeindegründungsarbeit. Es ist wunderbar, wie Gott auch heute wirkt,
auf sehr einfache Art und Weise. Wir persönlich sind auch nicht gegen moderne Kommunikationsmittel. Unsere Landeskoordinatoren haben auch ihren Laptop, damit wir mit ihnen jeden Tag, wenn es nötig ist, kommunizieren können. Das ist eine große Hilfe für uns, dieser ständige Austausch. Aber alles andere geht wie vor 2000 Jahren. Und Gott bekennt sich dazu. Und wir danken ihm dafür, dass er uns das so großartig mitgeteilt hat durch den Bericht in der Apostelgeschichte, wie das Wort des Herrn läuft und viel Frucht bringt. Und ich ende mit dem letzten Satz, den ich gelesen habe in Apostelgeschichte 14. Als Paulus und Barnabas zurückkamen, was hatten sie in der Zwischenzeit erlebt? Unter anderem war Paulus gesteinigt worden. Wahrscheinlich war er bei der Gelegenheit im dritten Himmel, was er in 2. Korinther 11 erzählt. Aber was erzählen sie? Alles, was sie für Gott getan haben, sollte man doch erwarten. Nein, sie erzählen alles, was Gott mit ihnen getan hat. Und wie er den Nationen eine Tür des Glaubens aufgetan hat. Sieh, und ich hoffe, dass das heute wirklich richtig greifbar wird. Wenn wir begeistert von der Missionsarbeit weitergeben dürfen, weil wir großartige Dinge erleben, dann deswegen, weil Gott auch heute noch wirkt und weil er die Türen öffnet. Und dass wir wieder neu damit rechnen, dass unser Gott auch heute noch so wirken kann wie früher. Und dass wir nicht resignieren, wenn wir nur das Wenige sehen, was sich um uns herum vielleicht abspielt. Das Werk des Herrn heute ist in erster Linie in den dritten Weltländern. Aber wir dürfen mitarbeiten durch unser Gebet und durch manches andere mehr. Und wie man das tun kann, dafür habe ich noch ein paar Bücher mitgebracht. Da vorne, wo der Malachi-Banner, das Malachi-Banner steht, da sind drei Tische und da sind einige Bücher drauf. Was diese Missionsstrategie angeht und wie wir das versuchen, bei uns zu praktizieren, das ist hier in diesem ZAM-Journal, kann man das nachlesen, und dazu ist noch ein Buch. Das habe ich jetzt gar nicht dabei. Das heißt, Afrika war nur der Anfang. Das liegt auch da hinten drauf. Und diese beiden möchte ich gern als kleines Geschenk für jeden persönlich mitgeben, also kostenlos. Einige von euch haben das ja schon, könnt aber gern euch nochmal bedienen, wenn ihr es weitergeben wollt. Dann haben wir zwei Bücher vom Malachi-Kreis. Gefährliche Stille, die Bibel fasziniert mich. Das sind beides Bücher auf Trends unter den Evangelikalen, Bruder Nestvogel hat das schon angedeutet, die wir sehr bedauern und wo es uns ein Anliegen ist, nochmal deutlich zu machen, was wir glauben und wovon wir glauben, dass die Bibel es lehrt, wovon wir überzeugt sind. Das ist in diesen beiden Büchern. Hier, die Bibel fasziniert mich über die Zuverlässigkeit von Gottes Wort, und hier im Hinblick auf das Gebet, keine Meditationstechniken aus dem Osten und so weiter, sondern wie wir erhörlich beten können. Und darüber gibt es dieses grüne Heftchen, könnt ihr gerne mitnehmen, ist ausreichend vorhanden. Und dann haben wir ein brisantes Thema. Ich habe überlegt, ob ich das überhaupt mitnehmen soll, das Buch. Ich habe auch nicht so viele dabei, also nur für solche, die es wirklich interessiert. Frau sein, Mann sein in der Gemeinde. Brennpunkt Frauenfrage. Für mich ist das beste Buch, was dieses Thema behandelt. Und deswegen habe ich es doch dabei, auf die Gefahr hin, dass sich vielleicht der ein oder andere ärgert. Aber ihr könnt es mal prüfen, vom Worte Gottes her. Das liegt also auch da. Und dann haben wir ein Buch, das ist schon etwas älter, aber nach meinem Dafürhalten immer noch gut. Alle in einem Boot. Ökumene und der Preis der Einheit. Sehr empfehlenswert. Und dann sind noch Malachi Flyer. Einmal der Malachi-Kreis stellt sich vor, das wird hier zum ersten Mal ausgelegt, das ist also ganz druckfrisch aus der Presse, haben wir jede Menge da, könnt ihr auch mitnehmen zum Verteilen. Und dann noch einige Flyer über die Malachi-Tage und Konferenzen, liegt alles hinten aus und man kann sich auch
für das Malachi Info einschreiben und auch für das Journal. Ich möchte gerne noch kurz mit uns beten. Vielleicht können wir dazu aufstehen. Herr Jesus, wenn wir in dein Wort hineinschauen und sehen, auf welch einfache Art und Weise die ersten Apostel missioniert haben, allerdings unter großem Einsatz, persönlichen Einsatz ihres Lebens, und wie wunderbar du diesen Einsatz belohnt hast, wie viele Menschen zum Glauben kamen und lebendige Gemeinden entstanden, dann wächst in uns auch die Sehnsucht, Herr, dass wir das auch wieder erleben. Weltweit erleben wir das in manchen Ländern, hier in Deutschland so wenig. Herr, hilf uns, dass wir wieder neu Mut fassen und öffne uns die Augen, wo in unserer Umgebung Menschen sind, die noch offen sind für die Botschaft. Und mach uns bereit, doch diesen Weg zu gehen, den du uns in deinem Wort aufzeigst. Und auch zu erkennen, wie wertvoll der Bruder oder die Schwester an meiner Seite ist, dass wir gemeinsam diesen Dienst tun zu deiner Ehre. Wir wollen dir vertrauen und dir die Ehre geben. Amen.